Hey yo, was geht, Freunde? Ich bin derzeit immer noch in Ägypten und arbeite an einer Doku über die ägyptische Rap-Szene. Deswegen habe ich wieder mal Reezy gefragt, ob er für uns ein sehr interessantes Thema bearbeiten kann. Und zwar den Beef zwischen XXXTentacion und Drake. Reezys Kanal findet ihr wie immer in der Beschreibung. Also lehnt euch zurück und viel Spaß bei dem Video. Yeah. Dude, just drop a diss on Drake and his career. Bruh, nobody's gonna openly disrespect the fuck out of me and disrespect my craft. I'm 19 years old. That motherfucker, what is he like, 60? Es ist der 18. Juni 2018. Der 20-jährige Jesse Onfroy, aka XXXTentacion, wird hier nur kurz nach dem Besuchen eines Motorradladens bei einem Raubmord erschossen. Das ist inzwischen 4,5 Jahre her. Und heute stehen die Mörder von X vor Gericht. Hier gibt es insgesamt 4 Hauptverdächtige. Dedrick Williams, Trayvon Newsom, Robert Allen und Michael Boatwright. Gegen Dedrick, welcher dafür beschuldigt wird, der Fahrer vom Fluchtfahrzeug zu sein, spricht momentan einiges. Es gibt einige Zeugenaussagen und Videobeweise. Auf diese ganzen Beweise werde ich in einem separaten Video eingehen. Das kommt morgen auf meinem Kanal raus. Checkt es gerne mal ab. Dedricks Anwalt ist momentan ziemlich in die Enge getrieben und er sucht bei anderen sehr prominenten Personen die Schuld. So sind Gerichtsdokumente veröffentlicht worden, in welchen der Anwalt verlangt, dass Quavo, Offset, DJ Academics, Joe Budden und Drake in den Zeugenstand gerufen werden sollen. Gerade die Sache mit Drake hat eine extreme mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Auf einmal konnte man überall die Schlagzeile lesen: Drake hat etwas mit dem Tod von X zu tun. Doch woher kommen diese Gerüchte und diese Anforderung vom Anwalt? Und wie realistisch ist das Ganze wirklich? Um das zu verstehen, müssen wir an den Anfang von X seiner Mainstream-Karriere springen. Zwischen 2016 und 2017 saß X fast durchgehend im Gefängnis oder im Hausarrest. Unter anderem auch wegen vorgeworfener häuslicher Gewalt gegen seine damalige Freundin. Es stand eine lebenslange Haftstrafe mit einem Maximum von 465 Jahren im Raum. Seinem Jahre 2015 released der Song Look at Me ging während dieser Zeit langsam und immer mehr viral. Und Drake soll laut X seiner Aussage aufmerksam auf ihn geworden sein, während er halt im Knast saß. Und genau deswegen hat Drake einen DJ angesprochen, der zu diesem Zeitpunkt mit X befreundet war. Er hat halt gemeint, dass er den Manager von X anrufen werde und ja, er von ihm hören wird. Eine Woche später kam dann aber dieses Snippet raus. Die Fanbase von XXXTentacion hörte sofort den Flow von Look at Me raus. Daher entstand ein kleiner Shitstorm gegen Drake, da sehr viele Fans behaupteten, dass Drake den Flow geklaut habe. Auf diese Anschuldigungen ging Drake dann am 18. Februar 2017 in einem Interview ein. I'm trying to read, like figure out who they're talking about. I find out who they're talking about. I go and I find what song they're talking about, you know? And I listen to it, I'm like, okay, I see where people could draw like this comparison off of like the first two lines. Am nächsten Morgen meldete sich dann der in Haft sitzende Ex auf Twitter. Hier sprach er zum ersten Mal den Sachverhalt an, dass Drake halt davor auf ihn zugekommen ist. Außerdem schrieb Ex, dass der Hit Hotline Bling ebenso geklaut war und dass die Karriere von Drake fast vorbei war. Dann gab er ihm halt Florida-Verbot. Das waren ganz klare Disse und man merkte hier schon, dass Ex richtig angepisst war. Zu diesem Zeitpunkt hatte X auf jeden Fall schon einen Namen in der Szene. Er war ein respektierter Künstler, der auch halbwegs etabliert war. Jedoch ist es kein Geheimnis, dass ihm dieser Beef nochmal geholfen hat, denn er wurde eigentlich echt gepusht damit. Look at Me stieg auch im Februar zum ersten Mal in die Charts ein. Ob das wirklich an dem Drake-Beef liegt, wird jetzt aber nur eine Mutmaßung. X fing aber erst richtig an zu dissen, nachdem er auf freiem Fuß war. Hier ging er nämlich auf einmal auf die Mutter von Drake. Tell Drake Mama like my pudding tapioca. Außerdem gab er ein Interview, in welchem er die Drake-Situation nochmal ausführlich erklärte. Der Chicago-Drill-Rapper 600 Breezy, welcher zu diesem Zeitpunkt ein guter Freund von Drake war, schaltete sich ebenso in den ganzen Beef ein. Anders als Drake äußerte er sich aber sehr direkt und drohte X. X drohte ihm zurück und 600 Breezy besuchte schlussendlich die Hood von X. Selbstverständlich hat er sich selber dabei aufgenommen, einfach nur um XXXTentacion zu provozieren. Nach Drake seinem Interview hat er sich eigentlich nie wirklich zu diesem ganzen Beef geäußert. Er likte nur einmal einen Kommentar, welcher sich über X lustig gemacht hat, da X in diesem Post von diesem Kommentar auf der Bühne ausgenockt wurde. Ich denke mal, die meisten von euch kennen dieses Video. Anfang 2018 ging X dann live mit DJ Academics und hier hat er halt gestanden, dass er Drake als Businessmöglichkeit gesehen hat und deswegen seine Mutter gedisst hat.
Und ja, im Nachhinein hat er sich dafür entschuldigt. X ist aber dem Punkt treu geblieben, dass Drake seinen Flow geklaut hat und die Aktion damals einfach ein kompletter Bitch-Move war. In diesem Interview wurde aber auch etwas gesagt, was nach meinem Empfinden sehr viele Leute sehr falsch verstanden haben. Und der Titel von dem YouTube-Video, wo das Interview halt hochgeladen wurde, ist auch bewusst sehr provokant gewählt. Hier wird nämlich gesagt, dass Drake versucht habe, X zu opfern. Wenn man sich X seine Worte aber genau anhört, versteht man, dass er meint, dass Drake einfach seinen Flow ohne Shoutout geklaut hatte, während er im Knast saß. Und genau das hat er halt mit Opfern gemeint. Und nicht, dass er probiert hat, ihn umzubringen und wortwörtlich zu opfern. Das wollte ich einfach mal klarstellen, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Die beiden sind danach noch einmal aneinander geraten. X hatte nämlich eine Wohltätigkeitschallenge in Florida gestartet. Und nur wenig später droppte Drake halt das Musikvideo zu God's Plan. Und ich denke mal, ihr alle kennt das Video. In diesem hat er halt sein Videobudget von 1 Million Dollar an Menschen in Miami verschenkt. Miami ist ja in Florida und das ist auch der Heimatstadt von X. Außerdem kam es zu dieser Story von Drake, weswegen X und sehr viele Leute aus der Szene halt gefunden haben, dass das ein Sneak Diss ist. Drake hat aber nur kurz später mit Academics telefoniert und klargestellt, dass das eindeutig kein Diss war. Dann kam der 18. Juni 2018, der Tag, an dem X bei einem unglaublich unnötigen Raubmord getötet wurde. Nach seinem Tod ging dann ein Screenshot von seiner Story viral, welcher damals relativ schnell wieder gelöscht wurde. In dieser Story markierte X Drake und meinte, dass falls ihn jemand tötete, es Drake war. Ich konnte leider nicht rausfinden, wann X diese Story gepostet hatte. Trotzdem scheint dieser Screenshot auf jeden Fall real zu sein. Nach dem Tod von X wurden die Theorien immer lauter, dass Drake irgendetwas mit dem Mord zu tun haben soll. Diese Gerüchte wurden dann durch einige Lines von Drake immer lauter und lauter. Ich zeige euch mal alle, die von vielen als Sneak-Disse gesehen werden. SMS, Triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Wenn man nur diesen Ausschnitt hört, denkt man selbstverständlich sofort an X. Schließlich wurde er mit Schüssen in den Nacken getötet. Die ganzen Blogs im Internet achten aber nicht auf die Lines davor. Denn wenn man die beachtet, kann man das komplett anders wahrnehmen. Hier rappt er nämlich folgendes. Ich gehe auf die Tour und ich sag, ich trinke weniger. Ende dann zu locker und bekomme Bilder von meiner Ex. SMS Triple X. Das ist das einzige Mal, in dem ich unterhalb vom Nacken schieße. Versteht ihr, was ich meine? XXX steht für Nudes. Und Drake hat hier auch nur Bilder unterhalb von seinem Gesicht gemeint, denn so können keine Nacktbilder von ihm geleakt werden. Selbstverständlich kann das auch ein Sneak Diss sein. Ich meine, Drake ist ja dafür bekannt, welche in seinen Songs zu verstecken. Das macht er schon immer. Nur finde ich, dass viele seiner Texte aus dem Kontext gerissen werden. Einfach, weil die Leute nur ein, zwei Lines angucken, ohne zu gucken, was Drake davor gesagt hat. Louis-Taschen im Austausch gegen Leichensäcke. Diese Line ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eher ein Diss als die von I'm Upset. Die Täter von X haben nämlich bei der Tat eine Louis-Tasche von ihm entwendet, in welcher 50.000 Dollar auf TikTok gegangen. Und ich sag euch ehrlich, ich kann verstehen wieso. Denn 10 plus 10 plus 5 plus 5 ergibt 30. Wenn man 30 nach römischen Zahlen anschaut, ist es eine XXX. Wenn man das dann mit der nächsten Line verbindet, wäre das auf jeden Fall eine Anspielung an X. Laut Genius meint Drake hier aber Pillen, die oft 20 Milligramm wiegen. Diese bricht man dann bei niedriger Dosierung auf 10 Milligramm oder halt auf 5 Milligramm runter. Ja, ist logisch, aber ich sag euch ehrlich, das ist echt ein ganz komischer Zufall. Und jetzt kommen wir mal zu einem nächsten ganz komischen Zufall. Wusstet ihr, dass X anscheinend im Musikvideo zu Sicko Mode gesneakdisst wurde? In diesem Musikvideo wird nämlich ein Typ, der X ziemlich ähnlich sieht, von einem Meteoriten getroffen. Leute aus dem Umfeld von X haben das auch angesprochen. Daher kann ich mir hier wieder auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass X gesneakdisst wurde. Wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Wunsch von dem Anwalt, welcher ja nicht nur Drake, sondern auch 600 Breezy in den Zeugenstand rufen wollte. Drakes Anwälte reagierten mit der Aussage, dass Drake keine Aussage abgeben muss, da Drake zu keinem Zeitpunkt in den Ermittlungen eine Rolle gespielt hat. Der Richter hat ihm zugestimmt. Daher muss Drake vorerst nicht vor Gericht auftauchen.
Der Wunsch, dass 600 Breezy aussagen soll, wurde genervt vom Richter abgelehnt. Und das einfach, weil es einfach keinen Zusammenhang zwischen dem Chirac-Rapper und dem Mord an X gibt. 600 Breezy war zu dem Zeitpunkt der Tat sogar im Gefängnis. Deswegen verstehe ich das Ziel von dem Anwalt nicht. Ich meine, mir kommt es echt so rüber, als ob sich dieser Typ nur mit Theorien über das Ganze so ein bisschen halb schlau gemacht hat. Stand jetzt gibt es nämlich keine Beweise, dass Drake irgendetwas mit dem Mord an X zu tun hat. Es ist ein Fakt, dass die beiden gebieft haben und mich persönlich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Drake da auch nach X seinem toten Pass Sneak-Disse gedroppt hat. Ich persönlich sehe hier aber keinen Zusammenhang zwischen den Tätern und Drake. Denn wenn Drake wirklich seine Finger im Spiel hätte, wären die Täter professioneller vorgegangen. Die wurden ja quasi auf frischer Tat erwischt und das von mehreren Kameraaufnahmen. Das sind keine Profis, das war eine spontane Tat. Denn Drake hätte die Kontakte, die sowas für ihn machen würden. Schließlich ist er ja sehr eng mit den Mob Ties, einer sehr gefürchteten Familienorganisation aus Houston. Warum sollte er dann diese Amateure engagieren? Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Das ist aber nur meine Meinung. Gerne können wir in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Ich hoffe, ich konnte euch aber mit diesem Video aufklären. Abonniert den Kanal von meinem Bruder Ben und checkt meinen Kanal ab. Wir hören uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Mann. Ein sehr interessantes Thema. Vielen Dank an Reezy Machiavelli. Und wir hören uns beim nächsten Video. Gardia.